Meine Damen und Herren, ich rede hier mit den Netzreportern. Und ich muss sagen, ich bin ein blutiger Anfänger auf diesem Gebiet. Denn ich bin weder ein Twitterer noch ein Facebooker. Ich bin einfach nur ein Mensch. Einer unter vielen, der seinen Platz im Leben sucht. Die Berlinale ist natürlich das Festival, der Ort, wo Vernetzung stattfindet, da wo die Menschen, die im Film was zu bestimmen haben, sind. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, hier zu sein, um Kontakte zu knüpfen, um Gespräche zu führen, natürlich auch, um für das Filmland Hessen zu werben und dafür zu sorgen, dass wir eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen. Und ich finde, die kriegen wir durch unseren Berlinale-Empfang, der wirklich ein beliebter Empfang ist, schon hin. Iris Berben war heute hier, Annette Frier war hier. Also wirklich, heute waren unglaublich viele hier, die uns hoffentlich auch dann irgendwann in Hessen wieder begegnen. Über die HFMA, die ja auch hier mit den Netzreportern ein sehr, sehr schönes Projekt macht, ist eben auch sozusagen dieses hessische Hochschulnetzwerk integriert. Jedes Land kann seine jungen Talente fördern. Das ist natürlich insbesondere in Schulen und mit AGs und Angeboten, wo jungen Menschen angeboten wird, sich zu entwickeln, sich zu engagieren. Das ist natürlich immer zu fördern. Also da ist unser Schulsystem gefragt, finde ich. Klar, ich bin gesamtdeutsche Schauspielerin, ich drehe im Osten, bin aus dem Westen und könnte mir natürlich auch Arbeit in Hessen vorstellen, selbstverständlich. Also bei mir jetzt speziell, bei mir ist es so, ich bin in Kassel groß geworden, habe in Kassel auch studiert und bin da groß und nach Frankfurt musste ich immer wegen dem Konsulat, dem türkischen Konsulat. Genau, und insofern ist für mich irgendwie so das hessische Babbeln, finde ich immer ganz schön. Land Hessen passiert ja sehr viel in den letzten Jahren und ganz nüchtern betrachtet und bescheuert betrachtet ist es einfach immer eine Frage des Geldes. Und umso mehr Geld Land Hessen rausrückt und sagt, das geben wir für Film aus, desto mehr Leute kommen nach Hessen und wollen da Filme drehen. Wir haben ja in Frankfurt gedreht und abgehangen. Ja. Die Berger Straße finde ich zum Beispiel ganz schön, da haben wir immer gegessen jeden Tag. Ja, ich liebe Hessen. Ich habe eine hessische Vergangenheit. Und zwar habe ich, bevor ich Schauspieler wurde, musste ich was in Anführungszeichen Anständiges lernen von meinen Eltern her. Und ich habe Kaufmann der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft gelernt mit dem Abschluss bei der IHK Frankfurt. Einfach so löschen jetzt Sarah. Irgendwas so ein bisschen Frankfurter, so ein bisschen schön Frankfurter, langziehig.